Samuel Moinsen zum Stadionvlog gegen den FC Augsburg. Wir haben alles besprochen im Talk mit dem Augsburg-Kollegen im Vorbericht. Es ist heute auch recht simpel. Natürlich ist Fußball nicht einfach, aber vom Ergebnis heute sollte es simpel sein. Wir müssen heute gewinnen. Es ist ganz einfach. Ein Punkt hilft uns natürlich mehr als Niederlage, ist auch ganz klar. Aber ein Punkt hilft heute Augsburg mehr als uns. Wir müssen heute gewinnen. Es ist ein Heimspiel gegen einen Konkurrenten da unten, auch wenn Augsburg gerade gut dasteht, aber vom Ding her schon eigentlich ein Abstiegskandidat immer pro Saison. Wie gesagt, Tabelle kann sich ständig ändern. Jeder kann mal irgendwie einen Überraschungspunkt, Überraschungssieg landen da unten. Deswegen, dass du die Punkte mitnehmen musst. Bei schönem Wetter, wirklich ziemlich, ziemlich gut warm, auch für hier fast November. Und eben auch ausverkauftes Haus. Eine gute Siegesserie oder eine gute Statistik zu Hause gegen Augsburg zuletzt, das kann ein bisschen Hoffnung machen. Die Leistungen in Dortmund eher weniger, die Leistungen gegen Bochum, Bielefeld dafür vielleicht ein bisschen mehr. Heute werden wir genau den Mittelteil wahrscheinlich sehen, genau die Mitte von den Dingern in Sachen überbewerten und nicht überbewerten, weil heute wird genau der Gradmesser. Augsburg zu Hause musst du schlagen, wir gehen los und hoffen einfach, dass wir nicht enttäuscht werden. Yeah.
Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Ja, ich glaube, ich versuche es trotzdem erstmal ein bisschen chronologisch. Habe immer hier ein bisschen Notizen geschrieben. Und damit ich es einmal gesagt habe, auch, falls sich vielleicht manche wundern, keine Ahnung, die Vlogs kommen jetzt immer so ja, Stunde, vielleicht sogar eher 2 Stunden später online als normalerweise, weil ich einfach, wenn ich nach Hause komme, jetzt mittlerweile für meinen Werkstudentenjob eben auch zum Spiel noch was ja, aufarbeiten muss oder nacharbeiten muss quasi. Deswegen steht das natürlich an erster Linie und danach kann ich erst an mein Video ran, dass du da Bescheid wisst. Choreos waren richtig geil, wirklich 3, 4 verschiedene Choreos, war richtig fett, nochmal richtig eingeheizt. Zagadou dann. Komplett Katastrophe ist 0:1, komplett Katastrophe. Generell kein gutes Spiel gemacht. Am Ende hat sich noch ein bisschen gefangen, fand ich, aber hat kein gutes Spiel gemacht heute leider, weil Abwehr halt auch umgestellt war. Ne? Weil jetzt auf einmal Anton rechts war, Ito in der Mitte, Zagadou links dann durch den kurzfristigen Ausfall von Mafropanos, das tat schon weh da hinten. Gute Reaktion gezeigt. Da siehst du auch wieder, wie wichtig es ist, einen Borna Sosa im Team zu haben mit der perfekten, schönen Flanke auf Guirassy, der nickt 1:1. Haben uns gut wieder reingefunden ins Spiel und dann plätschert es ein bisschen vor sich hin in die Halbzeitpause rein. Nach der Halbzeit ist es auch vor sich hingeplätschert, vor allem wir haben vor uns hingeplätschert. Augsburg hatte so ein paar Chancen quasi, weil richtig was Griffiges war jetzt nicht unbedingt dabei. Aber da haben wir ja erstmal ein bisschen entspannt in der zweiten Halbzeit, sage ich mal. Und dann kam die Druckphase. 20 Minuten wirklich gefühlt Vollgas. Am Ende so grob 20 Minuten waren es. Der Stadion auch komplett angezündet damit, richtig gut die Stimmung nochmal reingeballert, Kampf, Leidenschaft, Einsatz gezeigt. Zum Glück ist ja bei uns einfach keine Garantie mehr. Deswegen freut man sich darüber. Dann dieser komplett bodenlose Chancenwurf, habt ihr das auch gesehen im Video. Und da dachte ich schon echt, dass es eben ja dann doch das Unentschieden wird. Dass es so wird, wie ich es auch im Vorbericht gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, dass wir uns hier ein Abrakon werden und eben dann irgendwie ja, an Augsburg nicht vorbeikommen, nicht endgültig vorbeikommen, eben doch nur einen Punkt mitnehmen, der am Ende dann zu wenig ist. Hatte auch das Gefühl, ja, ne, die Verlängerung oder die Nachspielzeit war fast vorbei. Irgendwie wahrscheinlich schon 1,5, 2 Minuten gespielt von den 3. Dachte, wir kommen jetzt noch einmal irgendwie ein gescheiter Bein nach vorne. Und dann fällt es doch noch grandios mit der Hacke weitergeleitet von Tomasch. Und dann steht da tatsächlich ein Waldemar Anton, den ich ja schon aus der Startelf sehen wollte, wegen seiner Zweikampfquote in Dortmund zum Beispiel. Und netzt das Ding ein und nach direkt der Krampf. Sowieso waren alle am Ende gefühlt stehen, K.O. beim VfB, weil sie eben Vollgas gegangen. Letzten 20 Minuten, so muss das laufen. Klar, du kannst über 90 Minuten sowas nicht abspulen, das ist auch klar. Aber das sollte so ein bisschen die Basis sein, wie wir Fußball spielen wollen. Das war richtig, richtig stark. Und es waren auch keine Chancen, irgendwie kläglich vergeben. Ein paar davon auch, aber einfach Augsburg reingeschmissen, Keeper gut gehalten. Und ich hatte das Gefühl, es soll nicht mehr sein. Und dann kam es eben doch noch die komplette Eskalation. Komplett. Das hatte so ein bisschen diese Köln-Vibes von dem 2:1. Natürlich in der Größenordnung nicht. Diese 2:1 gegen Köln wird lange erstmal nicht mehr übertroffen werden. Das ist ganz, ganz klar. Aber vom Gefühl her, das Stadion ist komplett abgehoben. Sowieso auch angezündet worden, wie gesagt, von diesem Chancenwucher oder von den Chancen am Ende nochmal Vollgas gegeben. Geile Stimmung gewesen. Wichtiger Spieltag bisher für uns. Bochum verloren, Hertha verloren, Leverkusen verliert auch weiterhin. Morgen, im Normalfall wird morgen auch Schalke gegen Freiburg. Dann war es ein guter Spieltag für uns. Jetzt hat das Ding Spieltag für Spieltag. Nächste Woche kann es auch wieder sein, dass wir in Gladbach verlieren und der Rest auf einmal punktet. Spieltag für Spieltag gucken, aber erstmal wichtig, immens wichtige 3 Punkte, sonst wäre da noch mehr Druck auf dem Spiel, zum Beispiel gegen die Hertha gewesen zu Hause, als eh schon drauf ist. Überlebenswichtigen Sieg eingetütet, würde ich fast sagen. Und dann eben jetzt die Hoffnung, so muss man halt sagen, normalerweise würde ich sagen, boah, das gibt einen Push. Bei uns muss man halt sagen, hoffen wir mal, dass es einen Push gibt, weil wir wissen nicht, drehen sie nächste Woche wieder auf einmal komisch auf, irgendwie bewerten sie den Sieg über und fühlen sich dann zu gut damit. Wir hoffen mal, dass es einen guten, positiven Push gibt, dieser Sieg, diese Stimmung am Ende war extrem, extrem wichtig. Danke für ihn, der hier eingeschaltet hat. Hoffe, es hat Spaß gemacht, das anzugucken. Sehr gerne ein kostenloses Abo dalassen, wenn ihr es nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal.